Kakaobutter sollte ja eigentlich ein Hauptbestandteil von Schokolade sein. Doch wie viel steckt wirklich drin? Sagen wir mal so, wahrscheinlich deutlich weniger, als Sie glauben. Was für einen Weihnachtsbaum kaufen Sie? Echt oder unecht oder gar keinen? Und wo kaufen Sie ihn? Das ist unser Thema auf der Marktcheck-Facebook-Seite. Weihnachtsmenü. Natürlich haben wir die Rezepte von Mira Maurer für das regionale und saisonale Weihnachtsresteverwertungsmenü und natürlich die Tipps von Sabine. Ich hoffe, wir haben es alle schön lecker an Weihnachten und gleichzeitig nicht allzu stressig, dass da nicht einer oder ein Nee die ganze Zeit allein in der Küche steht und die Stimmung dann irgendwann so ein bisschen kippt. So, und apropos kippende Stimmung. Das falsche Geschenk, das kann ja auch ein Stimmungskiller sein. Aber bei was Selbstgemachtem, da kann es ja eigentlich keine langen Gesichter geben, oder? Da steckt ja sehr viel Kreativität und Liebe drin. Hier zwei DIY Last-Minute-Geschenkideen. Kreativ und selbstgemacht. Oder wir finden die allerbesten Geschenkideen und Plätzchenrezepte und Weihnachtsgrußkarten mithilfe der größten Intelligenz überhaupt. Und das sind natürlich nicht wir, sondern genau die KI, künstliche Intelligenz. Soll ja neuerdings in allen möglichen Lebenslagen helfen. Also warum nicht auch bei der Weihnachtsvorbereitung? Obwohl wir mit allem ein bisschen sparsamer sind, zaubern wir daraus einfach das nächste Menü, zum Beispiel so. Was da wohl noch kommt in den nächsten Jahren, da können wir echt gespannt sein. Jetzt noch eine andere Frage. Nehmen die Alten den Jungen den Wohnraum weg? Das klingt ganz schön provokant, finde ich. Mehr dazu jetzt hier im SWR und von mir schon mal schöne Feiertage, guten Rutsch und sehr gerne bis zum nächsten Mal in 2024 dann. Tschüss, auf Wiedersehen.